Schauen zu Christoph Wanner, uns aus Moskau zugeschaltet. Christoph, wie schaut denn im Moment die russische Lesart oder auch das russische Narrativ aus, wenn es um die militärische Lage in der Ukraine geht? Ich möchte mich gar nicht zu sehr, Tatjana, auf das russische Narrativ jetzt beziehen oder das wiedergeben, weil das ist im Prinzip immer dasselbe. Das sind diese Briefings im Verteidigungsministerium von General Igor Konaschenkov, der dann da vermeintliche oder wirkliche Erfolge runterrattert. Das ist aber nicht das, worauf wir uns beziehen sollten, sondern wir sollten drauf gucken, was an der Front passiert, was wir wirklich sehen und beurteilen können. Das ist leider nicht zu viel, weil überall natürlich Propaganda im Spiel ist, Desinformation im Spiel ist, Nebel über all dem liegt. Aber heute sehen wir, dass in der Nähe der Stadt Donetsk heftige Kämpfe toben, und zwar im Bereich Avdijewka, Marinka und Pesky. Und da scheint es den russischen Truppen gelungen zu sein, tatsächlich an einigen Orten durchzubrechen. Und da kann es sein, dass sich tatsächlich die ukrainische Verteidigung in einer gewissen Art von Auflösung befindet. Das zumindest ist das, was wir jetzt aus Moskau sehen. Alles mit Vorsicht zu betrachten, verifizieren können wir das nicht. Da braucht es meistens einige Stunden, einige Tage, bis dann da Klarheit herrscht. Was wir noch beobachten ist, dass die Ukrainer wohl jetzt auch zurückgeschossen haben, und zwar massiv auf die Stadt Donetsk. Und da hat es wohl gerade zu dem Zeitpunkt des Beschusses eine Trauerfeier gegeben. Da geht es um eine Separatistenkämpferin, eine Heldin der Russischen Föderation, eine Obristin, Olga Katschura, und die ist die Tage an der Front ums Leben gekommen. Da gab es jetzt eine große Trauerfeier, und da sollen die Ukrainer nach den Angaben der Volksmiliz Donetsk draufgeschossen haben mit der Artillerie. Mehrere Tote, mindestens 5 Menschen. Dann ist wohl auch da ein großes Hotel getroffen worden in Donetsk. Also du siehst, wie aktiv momentan die Kämpfe wieder sind, und das mit dieser ganzen operativen Pause, von der gesprochen wurde die ganzen letzten Wochen über der Russen, das ist alles vorbei. Also massive Kampfhandlungen, und für uns leider nach wie vor äußerst schwer zu sagen, was im Augenblick los ist, weil immer wieder eben Desinformation, Fake News, Propaganda, das macht uns die ganze Zeit über schon zu schaffen. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.